Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebrauchteil. Mein Körbchen ist wieder übertrieben voll und deswegen würde ich sagen, wir fangen direkt an. So, ich wurde unter einem meiner letzten Videos gefragt, ob es möglich wäre, dass ich auch mal ein bisschen Haushalt zeige. Und daher habe ich hier einmal von Fit Natural Mandelblüte Granatapfel das Spülmittel. Ich fand das hammergut und habe es mir, ich glaube, dreimal hintereinander nachgekauft. Und jetzt beim letzten Mal war es echt so, dass ich es sehr, sehr schwer nur noch leer bekommen habe, weil mir echt das Würgen gekommen ist, wenn ich den Geruch gerochen habe. Was mich mega überrascht, weil so extrem hat es noch nie umgeschwungen. Jetzt weiß ich nicht, ob einfach was sich am Duft geändert hat oder ob ich mich einfach so krass daran satt gerochen habe, dass ich es nicht mehr haben möchte. Ich fand die Spülkraft okay. Ich muss sagen, hier hat einfach der Geruch es verkauft, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sonst greife ich meistens eher zu Palmolive oder etwas in die Richtung. Dann habe ich von Balea das Tiefenreinigungsshampoo aufgebraucht. Ich muss gestehen, nicht ganz alleine. Ich habe einen Teil davon meinem Bruder abgefüllt, damit er das auch mal benutzen kann, weil der arbeitet als Schlosser und der hat eine Zeit lang das Problem gehabt, dass er irgendwie das Gefühl hatte, er kriegt seine Kopfhaut nicht mehr richtig sauber. Dann habe ich gesagt, dass wir sowas probieren und fand es auch sehr, sehr gut. So wie ich auch. Ich habe das eigentlich immer im Haus, weil ich das Bedürfnis hat, mir mindestens einmal alle 2 Wochen zu einer Tiefenreinigung zu machen und da finde ich das wirklich sehr, sehr gut. Dann habe ich das den Duschschaum von Sanctuary Spa, den Shower Burst Purifying Charcoal aufgebraucht. Ich weiß irgendwie nicht, was ich zu dem Produkt sagen kann. Ich habe es mir gekauft, weil ich sehr, sehr viel Gutes von der Firma Sanctuary gehört habe. Das ist eine, ich weiß gar nicht, ob es eine englische Marke ist. Auf jeden Fall habe ich es in England gekauft gehabt. Sie ist ein bisschen höherpreisig. Und der Duschschaum selber war schön. Das war ein bisschen wie der Ritual-Schaum, dass da eher so Gel rauskam, der dann mega aufgeschaumt ist. Der war auch so hellgrau-schwarz-Richtung, weil da ist ja Kohle mit drin. Was mich aber mega enttäuscht hat, ist, dass hier steht drauf, dass das so ein bisschen einen kühlenden Effekt hat, was ich ganz cool fand jetzt für den Sommer, wenn ich Sport mache, um mich dann damit zu duschen und so einen Cooling-Effekt zu haben. Den habe ich irgendwie fast gar nicht festgestellt. Hier steht aber auch drauf, dass der Duft langanhaltend ist und das kann ich wirklich zustimmen. Das Problem ist nur, dass das so ein bisschen ein Männerduft ist und meine Arbeitskollegen mich schon ganz komisch angeguckt haben, weil ich morgens dann mega krass nach Mann gerochen habe. Ich glaube nicht, dass ich es mir nochmal kaufen würde, aber es war mal ein Erlebnis, so schwarzes Duschgel. Dann von The Body Shop habe ich das Polynesian Island Tiare, weiß ich nicht, das Duschgel aufgebraucht. Das war so gar nicht mein Duft. Ich fand irgendwie, das hat so eine Richtung Lilie gehabt und oder sowas wie Schneeglöckchen, so in die Richtung und das ist gar nicht mein Duft. Ich finde aber als Duschgel, ich habe das Gefühl, ich kriege fast alles als Duschgel leer. Da muss ein Duft wirklich richtig abartig sein, dass ich es nicht schaffe. Ich würde es mir nicht nochmal kaufen. Dann habe ich von Syos das Cool Blond nochmal verwendet, ich weiß gar nicht, wie gut man das sieht, um eine Blondierwäsche zu machen, einfach um die letzten Überreste von dem Lila rauszubekommen, weil ich jetzt in Urlaub gehe und ich wollte einfach lieber ein helles Haar haben als so ausgewaschene Farbe und dafür ist es auch echt in Ordnung. Dann habe ich von L'Oreal auch von das Colorista das Fade Shampoo aufgebraucht. Das ist so ein spezielles Shampoo, das dafür sorgt, dass Haarfarbe schneller rausgeht. Ich fand das sehr, sehr gut. Ich würde es mir auch wirklich nochmal kaufen, wenn ich weiterhin so mit den bunten Farben in meinen Spitzen arbeite. Einfach, weil ich hier nicht das Gefühl habe, dass es mir die Haare mega krass austrocknet. Aber es zieht trotzdem super gut die Farbe raus und würde ich mir nochmal kaufen. Dann habe ich von Simple die Kind to Skin Cleansing Facial Wipes aufgebraucht. Die mich schon länger kennen, wissen, ich liebe die. Das sind meine absoluten Lieblings-Facial Wipes. Ich habe noch mal ein Päckchen von denen bei mir im Backup-Schrank. Muss aber gestehen, dass ich in letzter Zeit so gut wie gar nicht mehr diese Wipes verwende, weil ich einfach mein Gesicht mit Öl reinige. Ich verwende die eigentlich nur noch, wenn ich nach der Arbeit entscheide, ich möchte baden gehen und mich nicht vorher abschminken. Und das mache ich dann also in der Badewanne mit denen hier. Dann ist es vollkommen in Ordnung und ich würde sie mir auch nochmal kaufen, wenn die, die ich jetzt habe, alle leer sind. So, einfach damit ich immer so ein Wipe-Ding in meinem Badezimmer habe.
Dann habe ich die Kaltwachsstreifen, Bikinizone und Achseln aufgebraucht. Ich habe sie nur weder für die Bikinizone noch für die Achseln verwendet. Ich verwende die für meine Augenbrauen. Ich schneide die einfach zu und reiß mir damit die überschüssigen Haare raus. Ich liebe die, das sind meine absoluten Lieblingswachsstreifen und ich kaufe mir die auch immer wieder. Dann noch ein Küchenprodukt ist von Berlea die Küchenseife. Die ist okay. Ich weiß jetzt nicht, irgendwie habe ich jetzt, ich arbeite relativ wenig mit Knoblauch und ich arbeite zwar mit Zwiebeln, aber ich habe so eine Zwiebelschneide, deswegen schneide ich selten Zwiebeln mit meinen Fingern, also mit meinen Händen und dann riechen meine Hände eigentlich so gut wie nie. Daher weiß ich jetzt gar nicht, ob die wirklich geruchsneutralisierend ist. Ich fand irgendwie Küchenseife passt halt für die Küche. Ob ich sie mir nochmal kaufe, ich weiß nicht, weil so Hardcore-fruchtige Düfte sind eigentlich nicht so meins. Und es gibt leider irgendwie, glaube ich, gar keine andere Duftrichtung, außer vielleicht sowas wie Zitrone, was noch schlimmer ist. Sollte es sowas mal als Aloe Vera oder Schlag mich tot geben, würde ich es nochmal kaufen. Aber momentan nicht unbedingt. Dann ist das Deo CD, der Deo Pflegestick, leer gegangen. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht über diesen Pflegestick. Einfach aus dem Grund, weil ich nicht erwartet hätte, dass der so gut Gerüche neutralisiert. Also ich finde, das Spray ist so, nee. Der Roll-On ist so, ja, ist okay, wenn es kalt draußen ist und man eh nicht so viel schwitzt, ist in Ordnung. Aber der, muss ich sagen, war jetzt auch zu der Zeit, wo es mal 25, 26 Grad hatte, hat der wirklich relativ gut geschützt. Und ich würde mir diesen Pflegestick nochmal kaufen. Der einzige Manko, den ich echt fand, ist, ich fand die Kanten von diesem Deo-Stick mega, jetzt scharf ist das falsche Wort, ich habe mich hier nicht damit geschnitten, aber unangenehm. Also ich hatte immer das Gefühl, ich muss das Ding wirklich relativ weit ausdrehen, damit diese Kanten meine Haut gar nicht berühren. Was manchmal ein bisschen nervig ist, weil ich das Gefühl hatte, jetzt vor allem als das Ding fast leer ist, dass das ein bisschen eine Qual ist. Aber für den Preis und wie lange das Ding hält, würde ich es mir auf jeden Fall wieder kaufen. Dann habe ich von Redken die Extreme Mega Mask aufgebraucht. Ich habe es nicht aufgeschnitten, einfach aus dem Grund, weil das so eine Doppelmaske ist. Also da ist eine Tube in der Tube und das war mir einfach zu blöd. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand die auch nicht so gut. Also ich finde die in einem Bottich 1000-mal besser als die hier. Und würde mir die hier auch echt nicht nochmal kaufen. Ich fand irgendwie, die hat nicht so richtig gepflegt. Ich mochte den Geruch irgendwie nicht so richtig und ich fand, das war irgendwie immer so squeaky und man hat das nicht richtig rausbekommen. Und ja, auf jeden Fall, wenn dann wieder im Bottich, da fand ich es 1000-mal besser. Dann habe ich zwei Sachets von Atomicals Deep Conditioning aufgebraucht. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es so viel besser meine Haare pflegt als andere Produkte. Daher würde ich mir davon jetzt nichts in groß kaufen. Dann habe ich endlich von Manfriend die Black Pearl Augenpatches aufgebraucht. Das waren im Prinzip welche, die man einfach drunter macht. Das waren so Gel-Patches. Die waren hier aufgereiht in so einem Yin und Yang. Ich mochte die. Also die waren jetzt nicht schlimm. Aber ich fand jetzt auch nicht, dass man da wirklich großartig was gesehen hat. Man musste auch gefühlt die fast jeden Arm verwenden, weil sonst die oberen relativ stark ausgetrocknet sind. Und ja, ich habe es aus irgendeinem China-Laden auf eBay gekauft. Ich kann es gar nicht mehr sagen, welchen, aber ich würde es mir auch nicht kaufen und ich würde es auch nicht mehr empfehlen. Dann habe ich von Ebelin den Pinselreiniger leer gemacht. Ewig gab es keinen mehr, weil ich meine Pinsel jetzt die letzte Zeit wirklich regelmäßig gereinigt habe. Nur dadurch, dass ich in letzter Zeit mit bunten Farben mehr experimentiere, brauche ich es wieder häufiger, um meine Augenpinsel schnell zu reinigen. Ich habe auch gesehen, das hat jetzt eine neue Verpackung, ist jetzt rund. Funktioniert aber genauso gut wie vorher und ich kaufe mir den immer wieder nach. Dann habe ich auch Hair Plus, die Intensive Care Treatment, aufgebraucht. Auch hier habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass es so ein Intensive Treatment ist, wie sie sagen. Aber ich finde irgendwie immer so Haarkuren, die man nur ein oder zwei Minuten rauflassen muss, die sind so gefühlt ein Ticken besser als ein Conditioner, aber auch nicht wirklich so viel besser. Und ja, müsste ich jetzt auch nicht unbedingt nochmal haben. Dann habe ich hier Kosmetik und zwar einmal von Bourjois die Poudrerie de Java, das Puder. Das habe ich komplett leer gemacht. Ich fand den Geruch so gut. Ich mochte den mega gern und ich fand auch, das war ein super schönes Puder für unter die Augen, weil es ein bisschen aufgehellt hat. Für den Rest des Gesichtes nicht, weil da auch ein bisschen Schimmer drin war. Also nicht wirklich, aber so. Es hat halt guten Glow gegeben unter den Augen, was ich mochte.
Und ich würde es mir, glaube ich, ernsthaft nochmal kaufen, glaube ich. Einfach für unter die Augen, weil ich es sehr, sehr gut fand. Dann die Too Faced Better Than Sex Mascara habe ich schon ein paar Mal in verschiedenen Videos gesagt. Ich finde sie für das, was sie kostet, nicht gut genug. Also wäre das jetzt wirklich eine Catrice oder eine Essence Mascara, hätte ich gesagt, okay, die ist nicht überragend, aber auch nicht schlecht. Das ist so eine okay Mascara. Aber für das, dass die mega teuer ist, ist das ein mega Flop für mich. Dann habe ich von der Firma Seventeen den Wow Concealer aufgebraucht. Der hat überraschend lang gehalten. Ich würde ihn mir aber trotzdem nicht wieder kaufen, aus zwei Gründen. Der erste ist, er ist nicht hell genug und es ist auch zu pinkstichig für mich. Und der zweite und wesentlich wichtigere Grund: Die Firma Seventeen gibt es nicht mehr in England und daher ist das Ding auch Geschichte. Dann auch leer gemacht von Essence, der Eyelighter Pan in Waterproof. Ich überlege ernsthaft, ob ich mir den wieder nachkaufen soll, weil ich momentan ganz, ganz große Probleme habe, um einen Eyeliner zu finden, der nicht abstempelt. Deswegen auch mein letztes Produkt von Revlon, der Colorstay Liquid Pan in Classic. Ist ein wunderschöner Pan, macht ganz, ganz schön schwarzen Eyeliner. Aber egal, was ich mache, der stempelt ab nach der Hälfte des Tages und ich kann sowas einfach nicht gebrauchen und daher kommt der hier weg und der wird vermutlich wieder nachgekauft. Und das waren meine Produkte. So, wie ihr seht, befinde ich mich gerade in einem anderen Hintergrund. Das bedeutet, ich bin woanders. Ich bin momentan in Tunesien mit meiner Freundin Jessica und heute ist der letzte Abend und ich habe relativ viel aufgebraucht oder Produkte, die ich auf jeden Fall morgen aufbrauche oder es ist so wenig übrig, dass ich sie hier lasse. Und ich dachte, ich zeige sie euch einfach mal alle kurz. Einmal von Bioderma das Aqua Source Gel. Ja, das war eigentlich an und für sich sehr, sehr gut, aber mir hat der Geruch gar nicht gefallen, daher würde ich es mir in groß nicht nachkaufen. Dann habe ich von Benefit die Bad Gal Bang Mascara aufgebraucht. Ich hoffe eigentlich, dass ich morgen noch ein ganz kleines bisschen Pigment rauskriege, also fürs Fliegen. Aber es war heute schon relativ schwer, um da irgendwie was hinzubekommen. Dann relativ random habe ich von meiner Kamera, die ich zum Geburtstag bekommen habe, die Fujifilm, die Instax-Mix zum Doppelpack aufgebraucht, weil wir haben relativ viele so kleine Polaroid-Pictures gemacht. Und ja. Dann noch nicht ganz leer, aber ich werde mir jetzt nach dem Video gleich noch das Gesicht waschen, dann morgen vermutlich zweimal, einmal morgens so und nach dem Schwimmen. Von Simple die Kind to Skin Moisturizing Facial Wash in klein. Die ist super, super gut. Ich mag die sehr gern. Ich kaufe mir die eigentlich ständig, wenn ich in England bin. Und wie gesagt, die ist zwar noch nicht hundertprozentig leer, aber ich würde davon ausgehen, ich kann mir damit noch so zwei, dreimal das Gesicht waschen. Und die ist also dann morgen leer. Ein Produkt, das ich auf jeden Fall hier lassen werde, obwohl es noch nicht leer ist, ist die Marvis Aquatic Mint Zahnpasta. Grund ist der, ich finde die ganz, ganz schlimm. Ich finde aquatisch. Hat irgendwie nichts damit zu tun. Die hat irgendwie so ein bisschen Geschmack nach Minze und Wassermelone. Und das finde ich so als Zahnpasta nicht so prickelnd. Daher werde ich sie auf jeden Fall hier lassen. Dann habe ich zweimal von Rituals, das Rituals of Happy Butter, den Scrub aufgebraucht. Einmal, ich glaube, nach dem dritten Tag und einmal heute. Nach dem sechsten Tag ist es ein sehr, sehr gutes Scrub. Ist ein Zuckerpeeling mit ein bisschen Öl drin. Das heißt, die Haut fühlt sich danach auch noch gepflegt an. Und ich muss sagen, den Geruch fand ich auch sehr, sehr angenehm. Daher spiele ich mit dem Gedanken, mir das vielleicht mal in groß zu kaufen. Dann habe ich zweimal ein Haarmaske leer gemacht, nämlich die Hair Plus Intensive Care Treatment. Das ist ein Konzentrat mit Honig und Butter, also das Kakaobutter, Avocado-Butter, Manuka-Honey und sowas alles drin. Die habe ich von eBay gekauft gehabt und ich fand die hier im Urlaub wirklich, wirklich gut, weil mein Haar ein bisschen angegriffen hat durch das ganze Chlor im Wasser und sowas und daher war die tipptopp. Dann haben ich und meine Freundin Jessica jeweils einmal so eine Kokosnuss-Wasser-Fußmaske aufgebraucht und ihr kennt die ja schon von mir, ich verwende die total gerne und fand die auch hier gut und ich habe extra sowas mitgenommen, damit man sich mal ein bisschen um die Füße kümmert, die ja auch trocken werden, wenn man da am Meer rumläuft und ähnliches und ja. Dann haben wir meine am allerersten, nee, am zweiten Abend zusammen von der Marke Simple die De-Stress Sheet Maske aufgebraucht. Die fand ich sehr, sehr gut. Die hat mir gut gefallen und ihr auch.
würde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen, wenn ich in England bin. Dann haben wir zwei Tage später die Pollution Protect Sheet Masken aufgebraucht, also jeweils jemand eine. Die fand ich an und für sich auch gut, aber da hat mir der Geruch nicht so gut gefallen. Daher würde ich mir die vielleicht nicht unbedingt nochmal kaufen. Dann habe ich von Isana das Gurken- und Aloe Vera Duschgel aufgebraucht. Das ist für trockene Haut und das war wirklich das perfekte Duschgel für den Urlaub, weil einfach Avocado und Gurke und Aloe Vera natürlich sehr pflegend für die Haut sind. Und ich mit meiner weißen Haut bekomme auch relativ schnell einen Sonnenbrand und daher war das perfekt. Und die ist heute während des Duschens leer gegangen. Gott sei Dank habe ich noch so ein kleines da, das wir vermutlich morgen zusammen noch leer machen, weil das von meiner mit Urlauberin ist auch leer gegangen. Und deswegen werden wir die morgen wahrscheinlich leer machen. Dann vorhin leer gegangen von Innisfree, die Green Tea Seed, das Serum. Das war so ein größeres Big Pack zum Reisen mit so einem kleinen Deckel drauf, wo man es zumachen konnte. Hier waren 5 Milliliter drin. Das hat perfekt gereicht, um mir das einmal morgens und abends vorm Schlafen drauf zu machen. Und das war tipptopp. Dann einmal das von OGX, das Biotin und Kollagen, das Shampoo und Conditioner. In dem Shampoo ist noch so viel drin, dass es einmal reicht. In dem Conditioner ist vermutlich drin, dass es noch dreimal reicht. Ich werde den Conditioner aber jetzt nicht nochmal mitnehmen, wenn das Shampoo leer ist. Ich fand die beide sehr, sehr gut. Vor allem jetzt, wie gesagt, hier im Urlaub, wo ich extra Pflege brauche, haben die super bombig funktioniert. Und dann von Pantene Pro-V das Repair and Care Pflegespray gegen Haarschäden. Wie ihr seht, ist hier zwar noch ein bisschen drin, aber das werden wir morgen leer machen. Wir hatten das immer mit am Strand oder am Pool. Und jetzt mal, wenn wir schwimmen waren, haben wir uns einfach damit fett die Haare eingesprayt und auch normal nach dem Duschen. Und das hat echt mega gut geholfen, auch zum Durchkämmen. Wir waren heute zum Beispiel über eine Stunde lang auf dem Boot. Und unser ganzer Körper war voll mit so Salzkristallen und die Haare haben sich auch echt schlimm angefühlt. Und dann haben sie kurz gewaschen, das reingemacht und dann konnte man die super gut durchkämmen. Dann zeige ich euch kurz zwei Produkte, die noch komplett voll sind, aber die werden wir jetzt gleich nach dem Video noch verwenden. Einmal von Simple, die Rich Moisturizer Sheet Maske. Die habe ich schon mal in England verwendet gehabt und die ist super, super gut. Ich mag die total gerne und freue mich gleich, die zu verwenden. Und ich weiß gerade nicht, wo die zweite ist, aber nochmal so eine Fußmaske und die kenne ich ja auch schon. Die finde ich auch mega, mega gut. Ja, und das waren mit den Produkten, die ich hier... stimmt gar nicht. Entschuldigung. Hier die Piss Green ein Day Long Body. Entschuldigung, meine englische Freundin lacht mich gerade aus, wie ich es ausgesprochen habe. Auf jeden Fall ist es ein Sonnenschutzfaktor, der ungefähr 6 Stunden halten soll. Ich habe den immer morgens und mittags nach dem Mittagsruhen drauf gemacht und zwischenzeitlich dann auch mal einen 50er Schutz. An und für sich fand ich die gut. Ich würde sie mir für so Deutschland auch nochmal kaufen, aber ich glaube nicht für den Urlaub, einfach deswegen, weil ich hier im Dekolleté-Bereich so eine leichte Sonnenallergie von der Sonnencreme bekommen habe. So, und das waren die Produkte, die ich hier im Urlaub aufgebraucht habe.